Wir schreiben das Jahr 2375. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des... das ist doch das falsche Buch. Die Geschichte hatten wir doch schon. Wir schreiben das Jahr 1834. Wir befinden uns im Land der vielen Möglichkeiten, weit ab jeglicher Zivilisation, inmitten einer Prärie, die noch unberührt ist. In einem Land, wo das Tier noch Mensch ist, das Wasser noch rein, die Luft noch klar. Dies ist die Geschichte des jungen Häuptlingssohnes Poker Sonstwas, einem Schelmigen unter den Kartenspielern. Seine Spielkunst war nicht überzeugend, so dass man ihn auch den König der Amateure nannte, The Lion King. Der war so blöd. Nun ja, dies ist eine andere Geschichte und soll heute nicht erzählt werden. Hi, mein Name ist Richie. Ich bin ein blutrünstiger Killer. Ich kenne keine Gnade und keine Wahrheit. Du bist doch noch gar nicht dran. Oh, Entschuldigung. Sein Vater erzählte ihm eines Abends, dass er und sein Volk in Frieden und Eintracht in diesem Land gelebt haben, bis zu jenem Tage, als Fremde aufkreuzten. Dies war noch zu einer Zeit, wo der junge Häuptlingssohn als Fussel an der Wigwamwand hing. Seinerzeit haben die Fremden nun behauptet, dass das Land, auf welchem er sich befindet, den weißen Männern gehöre, das Volk aber geduldet werden könne, wenn der große Häuptling einen Duldungsvertrag unterzeichnen würde, kurz einen Pachtvertrag. Der Häuptling wusste nichts damit anzufangen, also unterschrieb er. Lediglich eine Abgabe von diversen Fällen pro Mond an die weißen Männer sollten den Vertrag perfekt machen. Seither lebten sie auch in Frieden mit den Fremden. Auf, Poker sonst was, König der Amateure, den wir auch den Lion King nennen. Was machst du da? Hau, Big Waperup. Demon auch. Demon auch, der ist das Haarfärbte nannte. Ich male ein Ölgemälde. Ein Ölgemälde, aber einen großen Manitou. Du kannst doch gar nicht malen. Doch, doch. Das ist neu. Jeder kann malen. Rabenburger. Was ist das für ein scheußliches schwarzes Zeug? Ach, ich weiß auch nicht. Es brennt und ich kann es dazu sehr gut gebrauchen. Und wo hast du das gefunden? Ach, das kommt da hinten aus der Erde. Aber sag mal, was machst du hier eigentlich? Nun, dein Vater schickt mich. Da sitzt einer dieser Fremden in seinem Zelt und schwafelt was von Feuerwasser, Donnerkeulen und schwarzer Suppe. Er schickt mich zu dir, dass du mit ihm verhandeln sollst. Er meint, es sei an der Zeit, dein Führungsgeschick zu beweisen und mit ihm zu verhandeln. Ha, ich habe gesprochen. Oh, ich ahne Schlimmes. Ach, ich weiß auch nicht, was diese weisen Männer aber mit Donnerkeulen und Feuerwasser meinen. Können die sich nicht irgendwie zivilisiert artikulieren? Huck, Bleichgesicht. Ich ja. Ich muss mit dir reden. Ich komme zu dir, weil dein Vater mich nicht versteht. Er hört gerade die neue Super Dance 8. Es geht um das Land und den Vertrag, den ich seinerzeit mit deinem Vater abschloss. Es hat sich einiges getan und dies bedarf eines Gespräches. Wie ich hörte, hast du etwas gefunden, was du nicht erklären kannst. Kurz, ich auch nicht. Ich brauche dieses Zeug aber. Und demnach habt ihr das Land aufgrund von Eigenbedarf zu verlassen. Hier ist der Aufhebungsvertrag zum Vertrag über die Duldung deines Volkes auf meinem Land. Unterzeichne ihn und du bekommst eine Abfindung in Höhe von 3 Litern Feuerwasser und 5 ausrangierten Donnerkeulen. Weises Mann können nicht kündigen. Laut § 19 des Vertrages sei festgeschrieben, dass Vertrag 99 Sommer unkündbar sein. Ah, du hast aber den Punkt 346 nicht gelesen. Welchen Punkt 346?
Ja, das Kleine unten in der Ecke, das wo so aussieht wie ein Ornament. Der Eigentümer kann das Vertragsverhältnis jederzeit durch Kündigung und unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 60 Minuten kündigen. Hierin dürfte ja wohl ein offensichtlicher Verstoß gegen § 3 des AGB-Gesetzes vorliegen, da es sich um eine überraschende Klausel handelt. Nein, 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 nein. Als überraschende Klauseln werden im Allgemeinen solche Bestimmungen angesehen, die nach den Umständen und insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild so ungewöhnlich sind, dass der Vertragspartner des Verwenders mit ihnen nicht zu rechnen braucht. Arsch! Im Übrigen ist ja auch das AGB-Gesetz anwendbar. Es handelt sich hier nämlich nicht um eine Individualabrede, die die Anwendung des Gesetzes zur Regelung des Rechts der allgemeinen Geschäftsbedingungen ausschließen würde. Wir haben nämlich über diesen Punkt im Einzelnen gar nicht verhandelt. So zuletzt BGH in NJW 1991, Seite 1679. Na gut, dann ebenso. Ich will mein Land jetzt wieder haben. Ich habe es euch seinerzeit als Büffelherde verpachtet. Ihr habt damit nichts Besseres anzufangen gewusst, als dort einen Golfplatz anzulegen. Wir pflegen es nun einmal, unsere Büffel auf Golfplätzen weiden zu lassen. Und außerdem sind wir laut Vertrag dazu berechtigt, sämtlichen Nutzen aus dem Grundstück zu ziehen. Dann ist eben der Pachtvertrag deswegen wichtig, weil der monatliche Pachtzins 30 Biberfälle beträgt. Ich aber heutzutage für ein vergleichbares Stück Land 3000 Biberfälle bekommen könnte. Auch dieser Einwand hilft dem weisen Mann, der viel dicker ist als ich, nicht weiter. Der von der Rechtsprechung entwickelte Grundsatz des Wegfalls der Geschäftsgrundlage ist hier nicht anzuwenden. Außerdem hat der weise Mann noch vor 3 Monaten zugesichert, dass der Vertrag auch nach Ablauf der 99 Sommer weiter bestehen würde. Da der weise Vater in Washington viel Geld als Zuschuss für die Verpachtung von Land an die Roten Brüder zahlen würde. Hierin setzt sich der weise Mann im Widerspruch zu seinem eigenen Verhalten. Venire contra factum proprium. Leck mich doch! War toll, hä? Hey, war toll! Hä? War toll! Ja, ganz toll. War doch gut, dass wir uns dein Jurastudium buchstäblich von den Lippen abgespart haben. Ja, das ist schön, dass ich etwas für euch tun konnte. 30 Biberfälle sind derzeit bei der heutigen Marktsituation $300 Pachtzins. Das Grundstück ist aber mehr wert, so dass der Wert der Herausgabe anzusetzen ist. Eine Geschäftsgebühr 7,5 Zehntel bei einem Wert von $1,5 Millionen macht eine Anwaltsgebühr von $1,2 Millionen für meine Rechnung und ruft mich an, wenn du mich immer brauchst. 1,2 Millionen? Tötet den Anwalt! Ich habe hier um 50 und will sehen. Geh mit und will sehen. Mensch, pass auf, steig aus. Ha, sieht schlecht aus für dich. Voll Haus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das wird dir aber nicht reichen. Ein König und 4 Asse. Ronny, was beschissen? Ich glaube, hier spielt einer falsch. Nein, Jungs! Bitte nicht schon wieder! Macht doch bitte keinen Ärger! Muss denn das sein?
heute schon mein dritter in diesem Monat. Na gut, ihr habt das nicht anders gewollt. Ohne Live-Musik. Sammel nicht, sondern gib uns doch lieber eine von deinen Besten. Hä? Ist kein Chipim. Ihr habt ja auch beim Besten bestellt. Ah. Na, Puppe? Ach, ihr möchtet gern Männer. Ihr wollt doch alle nur das eine. Genau, wir. In letzter Zeit hatten wir nicht viel zu tun gehabt, getätet. Nicht wahr, Richie? So lange wird Zeit, dass Aufträge reinkommen. Es gibt immer weniger einflussreiche Leute, die ihr Geld zum Fenster rausschmeißen. Ich meine, die in uns investieren. Den wir helfen können, du weißt schon. Ja, ja, was ab, Vici, wir kommen schon noch zu unserem Geld. Ja, schon wieder. Barkeeper. Ja, der Herr? Einen Whisky. Ich muss ja heute noch reiten. Eine Whisky-Schale. Viel Eis, zwei Zähne Whisky. Eine Whisky-Schale, viel Eis, zwei Zähne Whisky. Kein Problem mehr. Heute ein Kraftfahrer, ich meine Kraftreiter? Dich hat wohl keiner herreiten können? Mein Beireiter ist noch im Außendienst. Das Pferd ist eins, er hat es mir nur geliehen. Oh, was ist es denn für eins? Ein Mustang. Sportlich getunt. Ledersitze, Sportzügel und Allwetterbreithufe. Nee, schlecht. Ob ich mal mit dir drauf reiten könnte? Ja, lass dich auch nicht hängen. Oh, lass mal, ich muss heute noch. Machst du nicht. Barkeeper! Ja, der Herr? Ich suche ein paar zuverlässige Leute. Ich habe einen delikaten Auftrag. Zuverlässige Leute, delikater Auftrag. Ja, dort an Tisch 5, da sitzen zwei, die Ihnen vielleicht helfen könnten. Und übrigens, Ihre Whisky-Schorle. Bitte. Hey Jungs, ich hab gehört, der Hip Hip. Hey, Witschi, ruhig! Ich habe einen Auftrag für euch. Was heißt helfen? Wir erledigen Ihren Auftrag noch bevor Sie ihn gesagt haben. Wieder einer von 1000 Killer-Ideen. Sie brauchen keine eifersüchtige Ehefrau. Sie brauchen auch keinen rachelüsternden Cowboy. Was Sie brauchen, ist ein flexibles Super-Sparpaket. R und V, wir machen den Weg frei. Ich bin beeindruckt. Ah, wir auch. Es geht um Folgendes. Auf meinem Land lebt seit einiger Zeit ein Indianervolk. Das hat jetzt Öl gefunden. Was natürlich mir gehört. Den Vertrag konnte ich Ihnen nicht streitig machen. Der Häuptlingssohn weiß rechtlich besser Bescheid als ich. Also muss ich jetzt die harte Tour fahren. Eben deshalb bin ich hier. Da haben Sie ja wirklich Glück, dass Sie uns getroffen haben. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für Sie in meinem Sattel. Ruhig, Mauerner, ruhig. Hallo, Herr Killer. Hallo, Opfer. Bam, bam. Super, richtig, super, ey. Also, da hätte ich folgenden Auftrag für Sie. Sie machen eine Anzahlung von $500 und zahlen den Rest des Wertes in Raten zu 20% des Restwertes. Es richtet sich natürlich nach dem Auftrag, sind es 4 oder 5 Männer oder 4 Indianer oder ist da eine Entführung dabei.
Was springt da am Ende für dich bei raus? Nun, das sind bis zu 5 Tote oder 4 Skypes. Das kostet sie ungefähr 5000 Dollar bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Naja, das ist nichts richtig für mich. Haben Sie doch was Besseres? Da hätte ich vielleicht das Sparpaket für Sie. Das kostet Sie einmalig 600 Dollar und Sie bekommen dafür 2 Indianer. Ohne Mehrwertsteuer natürlich. Ach übrigens, Sie können auch bei uns abbuchen lassen. Sie müssen nicht unbedingt bar zahlen. Und zwar geht das mit der Visa Killer Card. Die ist übrigens übertragbar. Ihre Familie killt damit zum halben Preis. Ja, die Killer Card ist nichts für mich. Ich nehme dann lieber das super Sparpaket und bezahle ihn bar. Alles klar. Vici, schreib dann du bitte. Du sag mal, ist deine Frau durch die Schlammpackung eigentlich schöner geworden? Anfangs schon. Bloß dann fing das Zeug langsam an abzubröckeln. Ich sag's ja, Teleshopping kannst du voll vergessen. So, ich denke, Sie sind zufrieden mit uns. Ja, ich hoffe dasselbe. Es ist ja heutzutage auch so fürchterlich schwer, in die richtigen Leute zu kommen. Da haben Sie wohl recht. Du, Richie, wird ein super Ding werden, hä? Indianer, davon hab ich schon immer geträumt. Komm, lass einen Plan machen tun. Ja, aber das machen wir nicht hier, sondern auf dem Weg zur Telegrafenstation. Dort können wir nämlich gleich alles bestellen. Das wird ein ganz tolles Ding. Ich hab da einen Plan. Toll, Richie, toll. Ach, sag mal, was kostet eigentlich? Sonnenblumenkerne. Oh, warum machst du das? Damit ich klüger werde. Oh, kann ich auch einen haben? Ja. Macht einen Dollar. Und für das Geld, für das Geld hätte ich mir eine ganze Tüte kaufen können. Siehst du, es wirkt schon. Hey, hey, könnt ihr mich mitnehmen? Bis jetzt! Ah! Also, zum Plan. Komm schon, Menschenskinder. Das wird ein ganz sauberes Ding. Als erstes jagen wir den Indianern eine Schlucht. Dann kommen wir von oben, treiben ihn zurück und treiben ihn in eine Enge. Und dort löst er dann unseren tödlichen Mechanismus aus. Etwa den ultraheißen, ultimativ tödlich wirkenden, abgrundtief scheußlichen Mechanismus, den wir letztens aufgebaut haben und der so schwierig war auszuklügeln, dass wir Tage brauchten, um ihn auszuklügeln und aufzubauen. Nein, keine Fallgrube. Oh. Ein richtiges Dazu habe ich einen Plan gemacht. Ach nee. Hier. Hey! Was wir brauchen ist 2 Schaufeln, 2 Säcke Sand, einen Spaten, eine Stange Dynamit, eine Kiste Kabeljau, 2 Lebertran. Was brauchen wir noch? Ah ja, 5 Kürbisse, 3 Hosenträger, 10 Gummibälle, eine Leberwurst und einen Hund. Hä? Was willst du mit einem Hund? Er muss die Leberwurst fressen. Hey, Amtmann! Wir haben eine dringende Bestellung aufzugeben. Kleinen Moment, ich telefoniere gerade. Sag mal, bin ich im Zoo? Ich habe gesagt, ich will eine Bestellung aufgeben. Und ich habe gesagt, kleinen Moment. Sag mal, sing ich? Antmann, ich will eine Bestellung aufgeben. Kleinen Moment. Hier kommen gerade die Nachrichten rein. Thank you.
Dresden. Das BAföG-Amt Dresden zahlt zu viel Geld aus. Und dieses trotz ellenlanger Formulare, über langer Wartezeiten und der guter Beamter böser Methode. Immer frei nach dem Motto: Ach, die Kollegin ist doch im Urlaub, das hätte ich Ihnen doch schon vor 5 Stunden sagen können. Liverpool. Ein großes Hallo gab es bei der Aufnahme zur neuen CD der Beatles. Leider wurde John Lennon schmerzlich vermisst. Er hatte als Brillenträger den Songs der Beatles immer einen intellektuellen Touch verliehen. Das mysteriöse Fehlen wurde erst aufgeklärt, als ihn seine Frau Yoko Ono entschuldigte. Sie sagte, er sei zu Hause und wäre völlig erschossen. Brühl. Tennis ist Volkssport Nummer 1 in Deutschland. Und dies seit der Aussage von Steffi Graf, dass man mit Tennis wunderbar seine Steuerschulden vergessen könne. Moskau. Boris Jelzin ist wieder krank. Nach Aussagen seiner Ärzte hat er wieder eine Herz-Kreislauf-Schwäche. Aus Geheimdienstkreisen verlautete jedoch, er wäre ganz einfach nur besoffen vom Spassky-Turm gefallen. Die Shell AG startet eine neue Werbekampagne. Immer nach dem Motto: Wenn die letzte Bohrinsel gesprengt, der letzte Tanker versenkt und die letzte Shell-Tankstelle geschlossen ist, dann werdet ihr merken, dass man nachts bei Greenpeace kein Bier kaufen kann. Guten Abend! Du Ritchie? Sind wir überhaupt richtig? Ich meine, woher wissen wir denn, dass dein John, dass der Häuptlingssohn hier vorbeikommt? Mann, ich hab mich vorher informiert. Bei der Touristeninformation. Die haben gesagt, dass die hier vorbeikommen. Jeden Tag zur selben Zeit treffen die hier ein. In 5 Minuten müsste einer kommen. Toll, Richie, toll. Aber haben wir auch alles richtig aufgebaut? Oh, Mann, ich hab dir doch den Plan gegeben, wo alles drauf stand. Hast du nicht etwa alles gemacht, was ich aufgeschrieben habe? Doch, doch, ich meine nur. Ja, siehst du, dann merken sie auch nichts und tappen voll in die Falle. Ich hoffe, dass wir keinen Ärger bekommen. Ich rieche nämlich welchen. Ach, hab dich nicht so mädchenhaft. Was soll schon passieren? Ha! Dach ich's mir doch. Ein zerquetschter Kaktus. Die Büffelherde war schon hier. Können wir wohl heute unsere Jagd abschreiben? Kann nicht sein, die kommen jeden Mittag hier vorbei. Ich Idiot. Die Sonne steht eine Stunde tiefer, wir haben Winterzeit. Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst nicht mit Dynamitstangen spielen, das könnte gefährlich werden. Leg sie dahin, wo du sie gefunden hast. Die braucht sicher noch jemand. Richie, Richie, sieh mal, da unten sind sie. Ja. Ich glaube, sie haben die Lunte gerochen. Aber gerade jetzt muss ich eilig pinkeln. Och Mann, Kerl, muss doch immer so viel von dieser scheiß Limonade saufen. Mann, los, beeil dich, noch ist es nicht so weit. Birchen, Mann. Hast du gehört? Wir müssen uns bedeckt halten, dass uns keiner sieht. Und wen soll ich decken? Egal. Richie, Richie, mich hat eine Schlange gebissen. Mitten rein. Was soll ich denn jetzt machen? So, hilf mir doch, hilf mir doch. Oh, warte, ich schau mal im Rotkreuzhelfer nach. Oh.
Schlangenbiss. Wenn Sie eine Schlange gebissen hat, desinfizieren Sie die Wunde mit Alkohol. So. Ja. So. Alter. Wenn Sie die Wunde gereinigt haben, müssen Sie sie aussaugen. Und hast du was gefunden? Sag doch, sag doch! Du musst sterben. Ein Bleichgesicht! Aha, woher wusstest du, dass wir hier vorbeikommen? Och, Zufall. Ganz Zufall. Na gut, ein kleiner Plausch im Lagerfeuer würde sehr gut tun. Ja. Du kommst erstmal mit. Eine kleine Marterpfilligung wartet auf dich. Marterpfahl? Oh Gott. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. Komm, steh hier und singe, komm, sie von Augenfern. Die klappern alle gerne, sie haben mein Öl hier gern. Komm auch du! Greifst du! Scheiße, ja. Jetzt steh ich schon eine ganze Weile rum und keiner kommt vorbei, ja. Mann. Ich auch. So ein Idiot aber auch. Mann, musste auch so viel vor dem Müll saufen. Den ganzen Plan hat er mir vermasselt. Ach, Idiot, blöd, mein Wichser. Naja, habe Gott seine abgrundtiefe, abtrünnige Seele gnädig. Hallo, warum ist denn hier niemand? Mensch, ich denke, heute ist Besuchstag. Hallo, ist denn da keiner? Hallo. Ja, hallo. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Ja, wer denn, wo denn, wer ist denn da? Ich. Ja, wer ist denn ich? Na, ich, dein Marterpfahl. Mein Marterpfahl? Mein Marterpfahl kann reden? Nun Quatsch, das muss wohl an der Sonne liegen. Hallo? Nein, das liegt nicht an der Sonne. Du hast recht, ich kann sprechen. Aber ich bin verwunschen. Ich bin eine verzauberte Jungfrau. Eine verzauberte Jungfrau. Und ich werde erlöst sein. Ja. Hä? So Quatsch? Von wegen erlöst? Der blöde Marterpfahl steht ja noch da. Du hast gelogen. Aber nicht doch, mein Schnuckibärchen. Oh Gott! Oh nein! Oh! Oh! Oh Gott! Warum tun die mir das an? Oh nein! Warum hier? Oh! Was habe ich getan? Oh! Oh Gott! Sag mir, was habe ich getan? Du hast böse Taten vollbracht und dafür musst du jetzt büßen. So habe ich Manitou gesprochen. Ja, aber was habe ich denn getan? Oh, oh, sag mir, was habe ich getan, dass ich sowas verdiene? Du hast einen Hund geschlagen. Ja, gut, ich habe einen Hund geschlagen. Aber was habe ich denn sonst noch getan? Außer einen Hund zu schlagen? Oh. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Du hast eine Frau entführt. Ach ja, gut, ich habe eine Frau entführt. Na ja. Schön war's ja. Na ja. Aber was habe ich denn sonst noch getan, außer einen Hund zu schlagen und eine Frau zu entführen?
Du hast 3 Dutzend Männer getötet. Deinen Freund hängen lassen. 20 Banken überfallen. 300 Pferde gestohlen. Eine Stange Dynamit. 2 Gewehre. 1 Seil. 2 Säcke Sand. 2 Schaufeln. 1 Hacke. 10 Gummibälle. 3 Hosenträger. 5 Kürbisse. 1 Tasche Lebertran. 1 Leberwurst. Und? Ein Hund. Naja, und nu? Lass dich zu einem ehrenhaften Bürger bekehren! Hä? Zu einem ehrenhaften Was? Zu einem ehrenhaften Bürger bekehren lassen? Wie stellst du dir das vor, Manitou? Hä? Wie denn? Hä? Sag doch mal! Ehrenhaften Bürger? Hä? Ah, hallo! Ja, hallo, Sie da! Ja, hallo, können Sie mir mal helfen? Oh! Oh! Oh. Mein. Danke, Puppe. Oh, aber sag mal, wer bist denn du eigentlich? Ich bin's doch, die Ellen. Ach, die Ellen, ja. Welche Ellen? Na, Ellen. Na, Ellen. Welche Ellen denn? Ellen Beatrix von der Care Company. Sie sollen nicht bekehren. Ach ja, Manitou, Sie sollen mich ja bekehren. Hey, die hat mich ja echt bekehrt, du. Mann, ich bin ja ein ganz anderer Mensch geworden. Ha! Ha! Was ist das? Was? Du bist frei? Ja, schön, ne? Übrigens, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Richie. Und ich habe gehört, Sie haben da ein Problem. Es geht da wohl um Ihr Land, ne? Da ist doch irgend so ein fieser Kerl, der will es Ihnen wieder abnehmen. Nun, in meiner Erwerbslosigkeit, da habe ich viel gelesen. Und ich denke mal, wir kriegen die Sache schon hin. Wir machen Folgendes. Wir klagen Ihren Widersacher beim Richter an. Das wird ein Spaß! Der schuldet mir sowieso noch was. Wer, der Richter? Nee, der Widersacher. Ja, da müssen wir rein. Eine Vorladung zum Richter? Was soll ich denn jetzt damit? Toll, dass du die Jacke auf. Ha! 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 Was machst du hier und warum lebt diese Rothaut noch? Sammel nicht, du hast jetzt hier überhaupt nichts zu sagen. Im Übrigen, ich werde Sie jetzt verteidigen und wir werden die Sache nur schon hinkriegen. Machen Sie sich da mal gar keine Sorgen. Woher der Sinneswandel? Spinnig? Ja. Du Sau! Oh! Herr Richter! Herr Richter, wir sollten jetzt anfangen! Oh, mir ist aber peinlich. Zum Aufruf kommt die Sache Poker sonst was gegen Shell. Für den Kläger sind erschienen der Kläger in Person mit Rechtsanwalt Ritchie. Für die Beklagte deren Eigentümer Dr. Öl Multi mit Rechtsanwalt Ritchie. Finden Sie es nicht etwas seltsam, für beide Seiten aufzudrehen? Lassen Sie mich es so sagen, nein. Herr Dr. Öl Multi, Ihnen wird zur Last gelegt, Sie hätten an dem Stuhl gesägt, auf dem Sie selber sitzen. Sie sollen versucht haben, den Indianern ihr Land wegzunehmen. Mein Mandant ist unschuldig. Ist er nicht? Ist er doch. Nein! Doch, er hat sogar ein Alibi. Zur fraglichen Zeit wurde er im M14 gesehen. Ja! Im M14. Dass ich nicht lache. Wer geht denn dahin?
Nun, man hat ihn dort gesehen und wir können dort einen Zeugen benennen. Als Zeugen benennen wir Richie. Ja, genau. Sehen Sie. Also wirklich, diese Zeugenaussage ist ja unglaubhaft. Die ist ja sowas von unglaubhaft. Niemand, aber auch niemand geht in den M14. Schon gar nicht am Donnerstag. Jetzt reicht's, für uns aufständig herumzulaufen. Wenn hier etwas läuft, das ist meine Blase. Ich habe hier eine eidesstattliche Versicherung, die der Kläger vorgelegt hat. Sie stammt von Ritchie. Ja, genau. Darin steht, dass Sie ihn angeheuert hätten, den Kläger zu töten. Gut, das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Evelyn! Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte ist schuldig des Landraubs. Oh, er wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt. Ja. Ruhe im Gerichtssaal! Welch zur Bewährung ausgesetzt ist. Mein Ölmund. Das Gericht hat keine Zweifel an der Schuld des Angeklagten. Schuldmindern muss jedoch sein verwirrter Geisteszustand berücksichtigt werden. Er wird so ein Idiot. Alles kann ich dir verzeihen. Du hast mir das Land genommen, aber ich verzeihe dir. Du hast mir die Ehre genommen, aber ich verzeihe dir. Aber dass du mir das mit der M14 angehangen hast, das verzeihe ich dir nicht. Sprich dein letztes Gebet. Komm, sabbel nicht, fang an, ich will noch zu einer Party. Ha, aber ich habe mich besser vorbereitet. Technik! Ich habe mich auch vorbereitet. Da sind ja bloß Platzpatronen drin. Aber ich bin stärker als du. Auch hier habe ich mich besser vorbereitet. Da ist eine Stahlplatte drin. Aber das würde ich mit Sicherheit umwerfen. Oh Gott, Wattebällchen! Nein, keine Wattebällchen! Wie das Wurm hat! Oh, Wattebällchen! Oh, welch hinterhältiger Trick! Aber warte! Jetzt kommt meine Rache! Ah, Joghurtbecher! Nein! Jetzt kommt die Sühne Manitus. Feuchtes Horn von Herrn. Joghurt! Links drin Joghurtkulturen! Ah, wie das schmerzt, du hinterhältige Drecksau! Sag mal, was ist eigentlich aus der Sache mit dem Ölmulti geworden? Ritchie hat ihn mit linksdrehten Joghurtkulturen in die linken Jagdgründe befördert. Übrigens hier die erste Mahnung auf meine Anwaltsgebühr. Ja, mach dir mal keine Sorgen. Wenn ich dieses Gemälde, dieses Ölgemälde fertig habe, wird es 1,2 Millionen Dollar zuzüglich deiner Anwaltsund Mahngebühren
wert sein. Zur Überbrückung habe ich dort noch einen kleinen Witz vorbereitet. Ach, unser Lieblingswitz? Ja, genau, den Lieblingswitz. Also, zwei Indianer gehen über die Prärie. Nee, nicht den, den anderen. Den anderen, na gut. Okay. Zwei Indianer gehen über die Prärie und haben sich verlaufen. Sagt der eine zu dem anderen, gebt er einen Schuss ab. Vielleicht hört man uns. Der zweite Indianer schießt, nichts passiert. Sagt der erste Indianer, gebt er noch einen Schuss ab. Vielleicht hört man uns jetzt. Sagt der zweite Indianer, geht nicht, ich habe keine Pfeile mehr. Witz. Es ist fertig.